Bis zum Jahr 2050 sollen mindestens 80% der Stromversorgung aus erneuerbaren Energien kommen, vor allem aus Windkraft. Doch die wird vorwiegend in Norddeutschland erzeugt und soll durch Trassen in den Süden geleitet werden. Im Streit über den Netzausbau hat es jetzt eine Einigung für das Dreiländereck Bayern, Hessen und Thüringen gegeben. Sie zielt laut Wirtschaftsminister Altmaier auch auf bürgerfreundliche Lösungen. Es gibt viel Windenergie im Norden und zu wenig Leitungen. Der Netzausbau kommt nur schleppend voran. Jahrelang haben der Bund und die beteiligten Länder Bayern und Thüringen über die Umsetzung gestritten. Jetzt, so der Bundeswirtschaftsminister, gäbe es eine Einigung. Die erzielte Einigung sieht so aus, dass wir insgesamt den Netzausbau in Deutschland, was die Kosten angeht, senken. Dass wir die Netzkosten damit senken können, dass der Strom von Nord nach Süd fließen wird und dass die Energiewende damit gelingt. Es geht um zwei geplante Stromtrassen in Süddeutschland entlang des Südling. Die Strecke von Meckler in Hessen nach Grafenrheinfeld in Bayern soll nicht mehr über, sondern vor allem unter der Erde verlegt werden. Und die Strecke zwischen Schalkau in Thüringen und ebenfalls Grafenrheinfeld soll gar nicht mehr gebaut werden. Mir ist wichtig, dass wir eine hohe Akzeptanz vor Ort haben. Und es muss zum Beispiel nicht zwangsläufig sein, dass die Menschen mehr Akzeptanz zeigen für eine Leitung, die oberirdisch besteht, wenn sie denn in die Erde verbracht wird. Im Gegenteil, wir brauchen die beste Lösung. Entlang der geplanten Strecken hatten viele Bürger protestiert, auch in Bayern. Hier ist man jetzt erleichtert, auch über die Zusage des Bundes, Versorgungslücken nach dem Ausstieg aus der Atomenergie zu vermeiden. Dann ist der Bund bereit, auch hier diesen Weg mitzugehen und ein Anreizsystem zu installieren, damit Reservekraftwerke im Süden gebaut werden. Jetzt muss die Bundesnetzagentur prüfen, ob die Pläne auch umgesetzt werden können.